Bereits die letzten Kilometer unserer Anreise sind spektakulär und bringen Vorfreude auf eine faszinierende Gegend. Wir fahren recht kurvig und auf engen Straßen über den Gebirgspass in Österreich, der das obere Inntal mit dem Tiroler Lechtal verbindet. Am Ziel angekommen sind wir vom urgemütlichen Lechquell-Hotel Post mega begeistert. Wir lieben das familiäre Ambiente, die überdurchschnittlich gute Küche und das Wellnessangebot des familienfreundlichen Hauses. Und für unsere Hündin Bonnie liegt ein majestätisches Hundebett mit weichen Kissen und kuscheliger Decke bereit. Circa 2 Gehminuten vom Hotel entfernt könnt ihr Reitunterricht nehmen. Toll, dass es den Lehrerinnen ganz wichtig ist, dass Kinder und Pferde einander kennenlernen und dass eine gute Verbindung zwischen Tier und Mensch aufgebaut wird. Hier der Beweis, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Wir haben uns tatsächlich über diese Brücke getraut. Und wie war's, Pierre? Ja. Wenn sie nicht so wackeln würde, die Brücke, ne? Ja, sehr froh, dass sie hält. Ja. Wer mit den lebensfrohen Inhabern auf 1350 Metern Höhe zur Berghütte läuft, auf den wartet dienstags etwas Leckeres. In der Postalm duftet es nach Holz, der Kamin wird angeschmissen und es gibt Käsespätzle aus der Eisenpfanne. Thank you.
An der Bergstation der Jöchelspitzbahn auf 1800 Meter Seehöhe erleben wir trotz des schlechten Wetters ein beeindruckendes Alpenpanorama. Es fühlt sich merkwürdig an, zwischen den dunklen Wolken und dem Nebel zu laufen. Dankeschön fürs Anschauen, abonniert gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.